Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video. Heute wird es etwas größer, heute wird es etwas schwerer, aber heute gibt es auch richtig viel Platz für euch Familienväter. Wenn ihr dran bleibt, erfahrt ihr, um was es geht. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das ganze Video zu liken, zu teilen und vor allem zu kommentieren, damit wir am Schluss, am Ende dieses Videos nämlich, diskutieren können über das Fahrzeug, um das es heute geht. Und jetzt wünsche ich euch richtig viel Spaß mit diesem Fahrzeug. Selten bin ich so komfortabel schon mal ausgestiegen über elektrisch ausfahrbare Trittbretter. Und heute geht es um den Ram 1500 Laramie Night Edition, Modelljahr 2021. Und es ist ein richtig, richtig fettes, großes Teil. Halt ein richtiger US-Pickup-Truck. Und wohlgemerkt, für uns ist das ja schon so ein bisschen Size 5x XL. In Amerika ist das dabei gerade mal Size L. Also wir werden heute das ein oder andere Mal so ein bisschen Richtung Amerika einen Blick werfen. Ich möchte aber heute keine Klischees wirklich erfüllen oder bedienen. Das haben genügend andere Kollegen von mir bereits getan. Ich möchte mit euch heute dieses Fahrzeug einfach mal auf die Familientauglichkeit testen. Wie familientauglich ist denn so ein Dodge Ram überhaupt? Dodge in Klammern gesetzt, denn er hieß früher Dodge Ram, jetzt nur noch Ram. Und wir wollen einfach mal schauen, ist überhaupt so ein Pickup wirklich ein Familienfahrzeug oder taugt das Fahrzeug wirklich nur für die üblichen Verdächtigen wie Handwerker, Gartenbauer oder ähnlichen? Fangen wir zunächst gleich einmal an mit dieser riesigen, massiven Front. Und ja, ganz klar, Fußgängerschutz ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Stärke des Ram, aber dieser massige und bullige Auftritt ist es in jedem Fall. Wir haben hier die höchste Ausstattungslinie Laramie und zwar als Night Edition. Das ist wirklich hier alles schwarz. Normalerweise haben wir hier einen großen Chromkühlergrill. Das ist aber hier komplett schwarz gehalten. Wir haben auch eine schwarze Metallic-Lackierung hier angebracht. Massive Ösen hier zum Abschleppen oder jemanden aus dem Schlamm ziehen oder ähnlichen sind verbaut. Das Fahrzeug kann also massig was leisten. Hier haben wir große LED-Scheinwerfer jetzt drinnen zum Modelljahr 21. Wir haben auch ein LED-Tagfahrlicht hier drinnen. Der Ram-Schriftzug ist präsent hier drauf und auf dieser Motorhaube haben wir natürlich auch einige Lufthutzen untergebracht. Hier oben noch mal ein großes Power Dome für den V8, der hier unter der Motorhaube steckt. Doch gehen wir erst einmal so ein bisschen um das Auto herum. Der Ram 1500 ist 5,91 Meter lang, also ein richtiges Drumschiff. Ja, für den Stadtverkehr ist das sicherlich nicht geeignet. Das ist eher etwas, um über Land unterwegs zu sein. Aber eins kann ich euch jetzt auf alle Fälle sagen, der Wagen ist handlicher, als man vielleicht erst einmal denkt. Wie gesagt, 5,91 Meter ist er lang, 1,97 Meter hoch. Wir haben ein verstellbares Luftfahrwerk, was wir im Niveau nach oben oder noch nach unten fahren können. Wir stehen jetzt hier auf dem Normallevel. Und wie gesagt, es gibt noch ein Level drunter zum Be- und Entladen. Wie wir schon sehen, riesige Türen, riesige Außenspiegel. Die Außenspiegel sind wirklich massig und der Wagen hat eine Breite von 2,08 Meter. Also damit müsst ihr dann die linke Spur im Baustellenbereich auf alle Fälle öfter mal räumen. Da solltet ihr euch eher dann bei den LKWs einordnen, auch wenn ihr deutlich flotter unterwegs seid. Am Heck haben wir dann klassisch für einen Pickup-Truck
eine Ladefläche hier untergebracht. Natürlich eine massiges abklappbare Laderampe oder Ladeluke. Und wir sehen auch hier schon die Anhängerkupplung, die bei allen Ram 1500 serienmäßig sind. Wir haben den Wagen von AEC Europe, also einem der größten Dodge oder Ram Importeure. 3,5 Tonnen ist übrigens die Anhängelast hier in Deutschland für den Ram 1500. Das schüttelt da auch ganz lässig aus den Ärmeln. In Amerika wird so ein Ding mit locker 4,5 bis 5 Tonnen gerne mal Zuglast ausgestattet. Zwar nicht mit dem Haken, aber nur so viel dazu. Das Auto ist damit sicherlich nicht überfordert. Ich würde mal sagen, jetzt kommen wir aber erst einmal zur Ladefläche. Und da geht nämlich richtig einiges drauf. Wie es sich für einen Ami gehört, Schlüssel drücken und schon senkt sich die Ladebordwand hier beim Ram 1500. Und das sieht ja schon mal sehr gut aus. Das ist auch richtig gut mit robustem Material hier übrigens ausgekleidet. Also das hält schon einiges aus. So, und hier auf die Ladefläche zu kommen, entweder man klettert da jetzt hoch oder aber, na, der Ami ist ja auch ein bisschen bequem, so wie meine Wenigkeit. Und dafür gibt es dann hier einen ausfahrbaren Trittstufe und die schwingt dann hier rum. So, wunderbar. Und dann kann man da ganz elegant hier auf die Ladefläche raufklettern. Die Ladefläche ist fast quadratisch, kann man sagen. 1,70 tief, 1,69 im Normalfall breit. Im Normalfall. Bei uns ist das ungefähr 1,30 nur noch breit. Aber warum? Weil wir eben hier diese Ram-Boxen verbaut haben. Das sind zusätzliche Stauboxen, die man hier untergebracht hat. Die kosten einen geringen Aufpreis. Ich meine mit zusätzlicher Stromversorgung eben so um die 1700 Euro. Aber die sind sehr, sehr sinnvoll. Und wenn wir das sehen, hier geht diese Box auf. Und dann schaut mal, was hier da wirklich reingeht. Es ist perfekt ausgekleidet, hat sogar Wasserabläufe übrigens. Das heißt also, ihr könnt da alles Mögliche reinschmeißen, was ja, sogar feucht werden kann oder ähnliches, Werkzeug, Stiefel oder irgendwas könntest du da reinschmeißen. Und es gibt hier auch noch einen Stromanschluss mit 400 Watt. Wohlgemerkt ist das aber ein US-Steckdose. Da müsst ihr halt dann einen Adapter euch leider mitnehmen oder einfügen oder einbauen oder ähnliches. Also diese Ram-Boxen, jeweils links und rechts sind sie vorhanden. Da habt ihr jede Menge zusätzliche Staumöglichkeiten, aber die Hauptstaumöglichkeiten sind natürlich hier auf der Ladefläche. Und dann kommt einmal hier zu mir rum. Hier gibt es nämlich noch ein sehr, sehr geiles, cleveres Detail. Und zwar diesen Trenner, sage ich jetzt mal, Bad Divider nennt sich das, glaube ich, hier von Ram. Den könnt ihr hier schließen. Und das hier ist eine Ladungssicherung, aber eine variable Ladungssicherung. Wenn ihr die nämlich hier aufmacht, dann könnt ihr die hier komplett variabel schieben und das nenne ich halt schon sehr, sehr geil. Vor allem nehmt sie einfach mal komplett nach vorne hier, so, und dann wird das hier eingespannt, zack, gesichert. So, und jetzt braucht ihr die Getränkekisten nur hier oben drauf stellen, schiebt sie rüber, macht die Bordwand zu und dann kann eure Getränkekiste euch nirgendwo hinfliegen. Wenn ihr ein bisschen mehr habt, schiebt ihr den Divider nach hinten oder aber ihr nehmt ihn komplett raus. So, und jetzt kommt der nächste Clou, nämlich ihr dreht ihn um. So, und dann gibt es hier an der Seite Halterungsmöglichkeiten mit Schrauben. Ja. Könnt ihr den hier festschrauben und habt ihr die Möglichkeit, eure Ladefläche weiter zu nutzen mit Ladungssicherung. Dann habt ihr die Möglichkeit, fast 2 Meter lange Gegenstände hier hinten auf die Pritsche drauf zu schmeißen. Und die sind auch ordentlich gesichert. Finde ich eine geile Geschichte, super praktisch. Und wie praktisch der Innenraum ist, das schauen wir uns jetzt an. Der Zustieg in den Ram oder in die Crew Cab, mit der er nur erhältlich ist, das ist schon erstens eine richtige große Tür. Also da wird so manch Mercedes S-Klasse-Fahrer schon mal da neidisch. Und dann haben wir diese ausfahrbare Trittstufe hier und die fährt elektrisch aus, hat auch einen Anstoßschutz. Das heißt, wenn sie irgendwo gegen fährt, dann fährt sie auch gleich wieder ein. Und der Zustieg hier ist wunderbar easy. Also da kann auch die Schwiegermutter noch wunderbar einsteigen. So, dann kommt man mit mir hier rein.
ich rutsche mal auf den Platz, der quasi auf mich so eingestellt ist, und zwar Fahrersitz auf mein imaginäres Ich mit 1,78 Meter Größe eingestellt. Und jetzt seht mal, was ich hier für fürstliche Platzverhältnisse habe. Das ist schon Konzertsaalgröße im Automobilbereich, würde ich jetzt mal sagen. Also die Füße kann ich wunderbar ausstrecken, und ich glaube, in einer Mercedes S-Klasse Langversion oder einer 7er, BMW 7er Langversion saß ich nicht besser, ehrlich gesagt, oder hatte mehr Platz, im Gegenteil. Dann, wenn mir das nicht reicht, kann ich mir das bequemer machen. Ich ziehe das Ganze aus, und dann habe ich hier fast schon eine Schlafposition mit dieser verstellbaren Sitzbank hier. Also es ist schon sehr, sehr großzügig. Übrigens, falls dann doch jemand mal ein bisschen fußlahm ist, hier an der rechten Seite, kann der Kameramann zeigen, haben wir auch noch einen soliden Griff. Da kann man sich dann auch noch festhalten und kommt dann auch wunderbar sicher rein und raus. So. Dann schauen wir uns das Ganze mal hier drinnen an. Wir haben hier eine Zweierbank auf der rechten Seite und hier auf der linken Seite, wo ich sitze, eine Einzelbank. Wie schon gesagt, Kopffreiheit habe ich hier genügend, trotz eines Glaspanoramadachs, was wir hier verbaut haben. Platz zum Vordermann ebenfalls mehr als ausreichend. Und jetzt haben wir alle. Einen kleinen Manko habe ich allerdings gleich gefunden. Es gibt leider keine Sonnenschutzrollos hier. Zwar eine Sonnenschutzverglasung, aber ein Sonnenschutzrollo gibt es nicht. Wir haben eine sehr, sehr niedrige Türkante hier und sehr große Fensterfläche. Das freut jedes Kind, weil der Kindersitz recht erhöht ist. Und das Kind kann wunderbar aus diesen Fensterflächen rausschauen. Das freut sich dann, wenn man mitfahren kann. Und dann haben wir natürlich noch das Glaspanoramadach, wo noch zusätzlich viel Licht reinkommt. Also sehr, sehr kinderfreundlich das Ganze. Kinderfreundlich geht es auch weiter. Dann schauen wir nämlich hier mal diese Mittelkonsole an. Die Mittelkonsole bietet nicht nur einfach zwei Cupholder hier, nein, wir haben hier ein kleines Ablagefach, Luftaustritte und USB-Anschlüsse, USB-C und USB-A haben wir hier, dreistufige Sitzheizung für die Außenpositionen und eine zusätzliche Steckdose, aber auch hier wieder, es ist eine US-Steckdose, ihr braucht einmal einen Adapter. Dann weitere Ablagemöglichkeiten, wir haben hier drei Sitze, wohlgemerkt drei richtige Sitze, und auch alle Isofix tauglich. Also wir können wirklich drei Kindersitze hier unterbringen. Richtig dicker Daumen nach oben für das Thema. Finde ich super geil. Also drei Isofix-Punkte haben wir hier. Brauchen wir den Mittelsitz nicht, dann wird er umfunktioniert zur riesigen, massiven Armauflage mit Ablagefach und natürlich zusätzlich den Cup-Holdern, die wir hier haben. Also da könnt ihr auch das Tablet dann reinlegen oder ähnliches. Das Ding ist schon richtig massiv und sorgt auch dafür, dass man nicht mit dem zweiten Kind sozusagen in Armkontakt kommt. Und wenn man denn dann auch wirklich zu dritt reist hier hinten, Leute, ich glaube, so gut saß ich in einem PKW auch noch nicht in der mittleren Reihe. Platz ist hier wirklich ohne Ende. Aber es gibt noch viel geilere Optionen, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Denn wir können ja, wie gesagt, diese Sitzbank hier auch aufstellen. Und jetzt kommt der Clou bei der ganzen Geschichte. Wenn wir das natürlich tun, haben wir ja so viel Platz, da könnt ihr noch euren Labrador mitnehmen. Da könnt ihr einfach die Hundebox hier reinstellen und dann ist der untergebracht, am besten auf dem Einzelsitz, logischerweise. Und dann kommen wir hier noch unter dem Teppich, haben wir auch nochmal Ablagemöglichkeiten, und zwar ein richtig geiles Fach, das muss ich auch sagen. Das hier ist auch komplett Wasser. Aufnahmefähig, denn ihr könnt das Ding einfach rausnehmen, könnt es ausschütten oder ähnliches. Da könnt ihr euren Goldfisch noch zur Not mitnehmen, wenn ihr möchtet. Oder eben Getränke. Ihr macht einfach Eis rein und habt dann da eure gekühlten Softdrinks drin für die Kids. Auch eine geile Geschichte. Oder aber eben den Napf für den Wauzi. Und jetzt kommt das Nächste. Wenn wir dann noch mehr Platz haben wollen, dann können wir das Ding hier auch noch nehmen, können das Ding hier auch noch ausklappen. Da liegt jetzt natürlich noch so ein komisches Tuch vom Vorbesitzer oder vom Vornutzer. Ein bisschen schade. Aber da habt ihr auch nochmal Ablagemöglichkeiten ohne Ende, wo ihr wirklich viel Zeug runterbringt. Ja? Also einmal wieder zuklappen hier und das Ganze hier wieder arretieren. Und dann holen wir auch die Rücksitzbank wieder runter,
bringen die wieder in die Ausgangsposition und jetzt schauen wir mal, was vorne abgeht. Jetzt habe ich Platz genommen auf dem wohl coolsten Platz hier im Fahrzeug, nämlich hinter diesem 4-Speichen-Lederlenkrad des Ram 1500. Das ist natürlich in Tiefe und in Höhe ausreichend weit verstellbar, so dass man hier schnell eine gute Sitzposition findet. Auch die Kopffreiheit ist hier mehr als ausreichend und Platz habe ich hier auch vorne mit den Knien ohne Ende, also auch hier fürstliche Platzverhältnisse, eine massive Armauflage hier und man sitzt unheimlich bequem hier hinter diesem Lenkrad. Als nächstes werfen wir natürlich einen Blick hier in den Innenraum. Lasst uns einmal so ein bisschen hier den üblichen Überblick bekommen über diesen Armaturenträger. Es ist ja nicht gerade so, dass wir hier wenig an Anzeigemöglichkeiten, Ablagen oder irgendwelchen Fächern oder eben irgendwelchen Erhebungen haben. Nein, es ist hier schon so relativ viel untergebracht, aber wir arbeiten uns da jetzt langsam aber sicher einmal komplett durch. Fangen wir auf der Fahrerposition einmal genauer an und damit dann auch mit dem Lenkrad. Das hat nämlich diesen schönen Rambock hier als das Markensymbol von Ram auf dem Pralltopf. Finde ich auch sehr schön übrigens ausgearbeitet, so schön dreidimensional, also hat wirklich was für sich. Dann blicken wir auf ein Kombi-Instrument mit analogen Rundinstrumenten für Drehzahlmesser, Geschwindigkeit, Tankfüllstand und Kühlwasseranzeige. Und wenn wir da jetzt einmal hier das Ganze zum Leben erwecken, dann kommt der Laramie-Schriftzug, was für unser Modell. Ram steht auch noch mal ganz groß drinnen und das Display erwacht auch zum Leben. Und das können wir uns dann entsprechend auch einrichten, wie wir es brauchen. Diese kleinen Display-Ecken da oben können jeweils individuell angezeigt werden, eben Batteriespannung hier und Öltemperatur und Öldruck ist es, soweit ich das weiß. Genau, Öldruck ist es. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns die Information des Bordcomputers über das Multifunktionslenkrad hier entsprechend herzuholen. Da die Trips zum Beispiel, dann die Audioanzeige. Wir können natürlich noch ein paar Messages lesen, beziehungsweise Informationen, die uns das Fahrzeug natürlich gibt. Dann können wir ins Setting-Menü hier wechseln oder aber wir können uns einfach die Geschwindigkeitsanzeige hier nochmal digital herholen. Die Reifendrücke können wir dann einstellen und wir sehen hier auch nochmal für den Allradantrieb diverse Infos, Adaptivtempomat und wieder die Verbrauchsanzeige. Dann kommen wir Richtung Mittelkonsole einmal. Dann haben wir hier oben ein Ablagefach, da passt dann eure Brille wunderbar drauf. Wir haben hier auch nochmal einen 12 Volt Bordanschluss. Und hier oben sehen wir den Lautsprecher des Harman Kardon Soundsystems. 19 Lautsprecher sind hier verbaut. Das ist wirklich klanggewaltig und so wie es die Amis natürlich auch mögen. Also richtig was dahinter. Dann kommen wir hier zu dem kleinen Bedieneinheitssystem fürs Getriebe und den Allrad. Getriebe können wir hier dann entsprechend mit dem Drehrad durchschalten, die Hinterachse sperren. Wir können automatisch ein 4WD, das heißt also alle Allrad wird zusätzlich automatisch zugeschaltet. Ansonsten fahren wir immer mit dem Hinterradantrieb. Den können wir auch manuell einlegen oder wir können direkt sagen, Vierradantrieb sperren oder wir können das Ganze auch neutral stellen. Also hier habt ihr wirklich die Möglichkeit, alles Mögliche einzustellen. Der Ram ist absolut geländetauglich, auch wenn ich das euch jetzt heute nicht vorführen kann. Dann haben wir hier in der Mitte ein 12 Zoll Display und da werden wir dann schon mal so ein bisschen, vielleicht dem einen oder anderen wird es bekannt vorkommen, vor allem spätestens, wenn er weiß, dass das Uconnect heißt und Uconnect gehört dem Fiat-Konzern, denn die Marke Ram gehört zu Fiat bzw. nun zum Stellantis-Konzern. Hier haben wir für die Klimaanlage die Direktwahltasten angeordnet, hier an der Seite. Da finden wir uns auch sofort wieder zurecht. Wir haben aber auch ein eigenes Klimamenü, wo wir dann hier nochmal die Luftsteuerung entsprechend anpassen können, wenn wir das denn nicht der Automatik überlassen wollen.
Dann haben wir die Möglichkeit, hier nochmal in Steuerung reinzugehen. Auch hier gibt es diverse Einstellmöglichkeiten für entweder die Sitzheizung, die Sitzbelüftung. Und die Sitzbelüftung ist Marke Schockfrosten. Also das ist wirklich eine Sitzlüftung, die den Sitz richtig runterkühlt. Eine Lenkradheizung für den Winter. Dann haben wir hier die Trittstufen, können wir hier ein- und ausfahren, wenn wir das brauchen. Wir haben hier aber auch noch die Kamera hier für die Anhängerkupplung. Übrigens ist es eine 360-Grad-Kamera. Das sehen wir auch hier. Die können wir auch entsprechend einstellen, so wie wir es genau gerade brauchen. Also ein richtig geiles Kamerasystem, so wie man es gerne hätte. Sitzheizung für den Beifahrer und Belüftung für den Beifahrer gibt es hier dann ebenfalls. Wenn wir das Ganze dann auch einmal wieder zumachen. So, dann haben wir hier die Apps, die wir uns dann einstellen können. Hier sehen wir auch, da gibt es dann schon mehrere Möglichkeiten. Das Handy kann natürlich mit Apple CarPlay und Android Auto gekoppelt werden. Was es leider nicht gibt, und das finde ich sehr schade, es gibt keinen DAB-Tuner. Es ist halt einfach ein Fahrzeug, was aus den USA herüber importiert wird. Und DAB gibt es dort ja nicht. Da gibt es nur Satellitenradio. Dann haben wir das Navigationssystem. Ich finde, das ist sehr gut aufgelöst. Das macht auch einen guten Eindruck. Arbeitet auch zuverlässig schnell. Also damit kommt man auch gut zurecht. Telefon koppeln können wir auch per Bluetooth, ist ganz klar. Und hier sehen wir auch nochmal das Thema mit der Rückfahrkamera, wie wir es eben gerade schon hatten. Darunter haben wir dann übrigens die Einstellmöglichkeiten hier fürs Luftfahrwerk. Wir können das in mehreren Stufen entsprechend anpassen. Das wird dann automatisch angepasst. Das Luftfahrwerk pumpt sich dann automatisch hoch oder lässt es dann eben entsprechend absenken, je nachdem wie wir es gebrauchen. Und wie wir sehen, es gibt vier verschiedene Höhenstufen. Ausschalten der Traktionskontrolle, ausschalten Parkhilfe hinten, Parkhilfe vorne. Das braucht ihr dann im Gelände vor allem. Darunter kommen wir dann zu USB-Anschlüssen, derer wieder vier Stück. Zweimal USB-C, zweimal USB-A. Einen Anschluss oder ein Ablagefach. Und dann kommen wir zu dieser massiven Mittelkonsole, die alles Mögliche an Verstaumöglichkeiten bietet. Induktivladefläche für Smartphone, Klipse, da kann das Smartphone dann wirklich sicher untergebracht werden. Und hier könnt ihr alles reinschmeißen. Hier habt ihr eine weitere 400 Watt leistende Steckdose, wieder mit dem US-Anschluss wohlgemerkt. Dann haben wir den ersten Einzug hier, den sehen wir hier. Da können wir das schon mal und vieles unterbringen, zwei Cupholder, und es ist komplett über die Gesamtlänge zu verschieben. Darunter haben wir dann weitere Ablagemöglichkeiten und wir haben hier dieses massive Mittelarmlehne, auch mit dem Rambock hier wieder drauf. Und die können wir entweder komplett öffnen oder wir haben hier nochmal eine Zwischenebene. Und da ist dann auch wieder ein USB-A-Anschluss nämlich drinnen, witzigerweise. Also USB-Anschlüsse gibt es hier genügend, Strom gibt es hier genügend, Ablagefächer auch. Wir haben hier noch ein Ablagefach, da passt auch noch mal was rein. Dann haben wir hier ein großes Handschuhfach, geht auch natürlich jede Menge Zeugs rein. Wir haben die Türablagen, wo extrem viel reinpasst, die sind auch super bequem. Da können die Arme wohl auf der Tafel oben liegen oder auf der Armauflage. Massiven Bügelgriff zum Zuziehen der Tür oder im Gelände zum Festhalten oder zum Einsteigen gibt es auch massive Bügelgriffe. Dann haben wir, wie gesagt, ein großes Glaspanoramadach. Das können wir entweder mit dem Schwebehimmel einfach nur öffnen. Wir können es aufstellen. Dafür ist dann der Knopf hier da. Der stellt es nur auf oder schließt es wieder. Dann können wir es auch komplett öffnen. Das ist dann der Knopf. Und dann haben wir noch einen weiteren Knopf. Und das ist der hier. Und der ist für das Fenster hinter dem Kameramann. Und zwar können wir da tatsächlich die Glasfläche, die hinten ist, komplett öffnen und schließen. Also auch eine richtig, richtig geile Option, die man hier hat. Und weitere geile Optionen, wortwörtlich, gibt es jetzt gleich. Und dazu gehen wir einmal raus. Ein vielleicht für viele etwas schwachsinniges Feature, aber doch durchaus logisches Feature, ist die Fernstartfunktion, die ein RAM mit sich bringt. Nämlich zweimal diesen Schlüssel gedrückt und das Auto startet. Das gibt es bei deutschen oder europäischen Herstellern definitiv nicht. Nur bei den Amerikanern. Aber warum gibt es das bei den Amerikanern?
Nicht einfach nur, weil das Auto vorklimatisiert werden soll, damit es kühl ist drinnen. Nein, auch dafür schlicht und ergreifend im Winter, gerade wenn man in Polarregionen ist, in Kanada zum Beispiel, dass das Fahrzeug natürlich auch vom Motor her ein bisschen vortemperiert ist. Kann man jetzt sagen, was man will über das Feature. Irgendwie finde ich es geil, aber vielleicht etwas sinnbefreit wirklich in unseren Gefilden. Dennoch, jetzt würde ich sagen, starten wir zu unserer Probefahrt. Wir kriechen hinter einem Traktor her, naja, so ungefähr fast auf Höhe vom Traktorfahrer sitzen wir, zumindest im Ram, und lassen uns hier ein wenig hinterher rollen. Unter der Motorhaube steckt ein 5,7 Liter großer V8 Saugmotor, ein sogenannter Hemi-Block, und wenn wir dann einmal hier durchtreten, dann 400 PS und 556 Newtonmeter schieben diesen Koloss, der über 2,5 Tonnen wiegt, kräftig voran unter einer schönen akustischen Untermalung. Ein richtig schönes V8-Brabbeln haben wir hier vorhanden, aber da dürft ihr mal ganz kurz selber reinhören nochmal. Also ich finde, das klingt schon sehr, sehr schön und angenehm. Wenn man dann so dahin gondelt, die 8-Gang-Automatik ist lang übersetzt, hat die Gänge, weil die Drehzahlniveau ist eben sehr, sehr niedrig. Das heißt, der V8 dreht immer so maximal so gerne unter 1500 Umdrehungen. Und es gibt sogar noch eine Zylinderabschaltung, wenn man dann natürlich ein bisschen Kraftstoff sparen möchte. Ja, Kraftstoff sparen tut man natürlich mit so einem Ram nicht unbedingt, ja, vor allem wenn man dann innerstädtisch oder hier im Innerorts unterwegs ist. So ein Ram braucht im Schnitt ungefähr 16 bis 17 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometern. Jetzt werden viele natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, das ist ja ökologischer Wahnsinn. Ja, ist es, aber es gibt die Möglichkeit, das Ganze ökologischer und finanziell attraktiver zu gestalten, und das macht AEC in dem Fall, dass sämtliche Rams mit Autogas ausgerüstet werden. Das heißt, man bekommt einen 122 Liter fassenden Autogastank unterhalb der Ladefläche. Davon können wir 80% nutzen, das heißt 98 Liter sind nutzbar, und der Verbrauch steigt dabei dann um ungefähr 1 Liter gegenüber Benzin an. Aber diese 17 Liter, die ich euch da eben gerade genannt habe, das ist so der Autogasverbrauch, den ich immer bis dato hatte. Und Autogas kostet 1 Liter ungefähr 70 Cent. Damit ist das schon mal günstiger für euch. Und für die Umwelt ist es auch besser, denn Autogas verbrennt sauberer und emittiert weniger Emissionen. Auf der Straße dann sorgt der Ram mit seinem Luftfahrwerk für richtig angenehmes, entspanntes, komfortables Reisen auf langen Strecken. Also der Federungskomfort ist vorzüglich, wirklich sehr, sehr gut. Da wird wirklich alles sauber glatt gebügelt an Unebenheiten auf der Straße. Und Assistenzsysteme gibt es auch genügend, die das ganze Fahren nochmal entspannter und sicherer machen. Sowohl eine Abstandsregelung, eine tote Winkelüberwachung, die man hier auch definitiv braucht, 360-Grad-Kameras, Notbremsfunktionen, auch beim Rangieren eine Notbremsfunktion, dass man nirgendwo gegenfährt. Also hier gibt es alles an modernen Systemen, die man sonst auch von einem normalen PKW gewohnt ist. Also man muss hier auf nichts verzichten. Im Gegenteil, man bekommt eigentlich nur mehr geboten, wenn man so einen Ram 1500 fährt.
ist so ein Ram 1500 jetzt tatsächlich ein Familienauto oder ein bisschen zu viel des Guten? Ich glaube, das sollte man nicht so pauschal sagen. Ich bin der Meinung, es ist ein perfektes Familienauto, denn ihr könnt mit diesem Auto ja quasi alles machen. Also ihr könnt perfekt reisen, ihr könnt 3 Kindersitze hinten mit Isofix unterbringen, ihr habt jede Menge Platz, ihr könnt einen Hund ohne Probleme mitnehmen, ihr könnt natürlich aufs Gestüt fahren, ihr könnt euer Pferd mitnehmen, ihr könnt zum Baumarkt fahren, wenn ihr noch ein Geschäft habt mit Werkzeug oder ähnlichem, könnt ihr auch alles hier hinten perfekt draufschmeißen. Ihr habt zig Ablagemöglichkeiten, jede Menge Komfort bietet der Ram auch. Der V8 macht natürlich Spaß, ist was für ja, so einen Enthusiasten. Und wenn ihr so einen Ram fahrt, dann kommt ihr in so eine Art Community rein, denn jeder Ram-Fahrer grüßt sich gegenseitig. Das ist auch eine coole Geschichte, wie die Motorradfahrer einfach mal Servus sagen. Und ich finde, die Kiste ist schon richtig gut. Ich will jetzt gar nicht hier über irgendwelche Umweltdiskussionen oder ähnliches gehen oder ob so ein Auto noch zeitgemäß ist oder nicht. Es gibt Leute, die für dieses Auto schlicht und ergreifend immer noch richtig ist und für die ein Elektroauto aktuell einfach keine Option darstellt. Alleine wenn man eben 3,5 Tonnen ziehen muss oder eben sehr viel mitnehmen muss. Ich finde ihn richtig gut, mir macht er auch Spaß, aber ja, in der Stadt ist er vielleicht etwas deplatziert und für unsere Verhältnisse auch etwas zu groß geraten. Was kostet aber so ein Ram? Das ist natürlich auch sehr entscheidend. So wie er hier steht, liegt der Laramie mit Night Edition und Vollausstattung, hier Ramboxen und so weiter, bei rund 85.000 Euro. Aber es gibt schon den ein oder anderen Importeur, der den Wagen mittlerweile für 75 ungefähr anbietet. Vielleicht nicht mit Ramboxen, aber voll ausgestattet sind die Laramies auf alle Fälle. Es gibt aber auch noch einfache Ausstattungsvarianten, den Longhorn. Es gibt den Rebel, der noch mehr auf Offroad geht. Oder es gibt den Limited, noch mehr auf luxuriös mit Holzapplikationen und so weiter. Also jeder findet da sicherlich seinen richtigen Ram 1500. Ich hoffe, ihr findet dieses Video gut, gebt dem Ganzen einen Like und abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Jetzt würde ich aber gerne mit euch diskutieren über den Ram 1500. Wie findet ihr ihn? Schreibt es mir unten in die Kommentare und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.